Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Am Samstag ist Fashion Hall Time. Heute kombiniert mit einem T-Shirt-Alarm. Also macht euch bereit mit einem Kaffee auf dem Tisch. Füße hochlegen, Mädels. Es geht los. Gerade zu mir gesagt, willst du dich nicht anziehen? Da habe ich gesagt, ich bin schon angezogen. Aber genauso, und das kann der Igor, glaube ich, bestätigen, laufe ich den ganzen Tag rum. Ne? Also schwarz ist ja meine Farbe und ich liebe coole T-Shirts und einfach ja im Moment leider eine Strickjacke drüber. Deswegen sieht es gerade mal so aus, als wäre ich privat angezogen tatsächlich. Ja, total. Wahnsinn. Ich habe heute ganz viele tolle T-Shirts für euch auf dem Programm, weil ich habe die ganze Woche überlegt, was mache ich denn heute mit euch? Das Wetter ist ehrlich gesagt... Gelinde gesagt. Beschissen. Ja, und deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch einfach mal ein paar T-Shirts. Ich habe nochmal neue Jeanshosen auf dem Programm. Wir gehen einfach mal weg von den Sommerkleidern ganz kurz. Die habt ihr natürlich auch bei uns im Shop. Ich weiß, ganz viele fliegen jetzt in Urlaub und brauchen natürlich auch dringend diese Sommersachen. Aber ich habe ja die ganze Woche schon Sachen durchgerattert, die ich mitgebracht habe aus Italien. Da habt ihr eine große Auswahl. Und natürlich sind diese T-Shirts auch aus Italien mitgebracht. Die schauen wir uns jetzt heute mal an. Und ich hoffe, ihr habt ein paar Teile dabei, die euch gefallen. Ja, und das erste wäre schon eigentlich ein wunderschönes Sommershirt. Ice Coffee, Bikini and Beach. Genau das brauchen wir. Aber lässt leider irgendwie auf sich warten. Und deswegen habe ich über dieses wunderschöne T-Shirt einfach mal hier so eine etwas dickere tatsächlich Strickjacke an. Und zwar ist das meine absolute Favorite- und Lieblingsjacke. Die bestelle ich eigentlich nur noch für den Shop, damit ich sie selber immer an der Hand habe. Also ich habe die gefühlt 20 Mal im Schrank. Das ist so ein ganz dünner Strick. Den kann man im Winter wie im Sommer tragen und mit Kapuze, so ein bisschen sportlicher, auf Taille geschnitten. Ein ganz geiles Teil. Also wie gesagt, ich liebe die. Die ist irgendwie wie auf meine Figur geschnitten und habe ich in allen Farben und passt immer überall dazu. Und natürlich jetzt passt sie, wenn ihr es in Schwarz tragen wollt, einfach nochmal zu so einer schwarzen Glanzhose. Die gibt es ja in Dreiviertel oder in Lang. Mit so einer Strickjacke seid ihr immer angezogen und einfach ein T-Shirt. Und sollte es ein bisschen wärmer sein oder werden, dann zieht ihr die Strickjacke einfach aus und dann habt ihr hier dieses wunderschöne T-Shirt drunter. Einfach mal relativ schlicht mit schwarzer Schrift. Man kann auch mal eine Cappy dazu kombinieren, dann ist es irgendwie schön sportlich und dann ist man cool angezogen, finde ich. Ja, ich habe von diesen T-Shirts noch ein paar mehr. Ein paar ziehe ich auch noch an und ein paar zeige ich euch mal so. Hier steht zum Beispiel drauf, ich zeige es euch gleich, stay close to people who feel like sunshine. Viel Text. Sehr geil. Ja. In klein. Finde ich total cool. Und das ist auch mein Motto. Ich möchte nur noch Leute mit positiven Vibes um mich rum. Das ist total, also wer keine positive Energie hat, fliegt raus. Der Ego hat Gott sei Dank positive Vibes, deswegen darf ich hier bleiben. Positive Vibes. Total. Also du hast hohe Schwingungen, auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich hier noch eins, das finde ich auch sehr geil, stay sexy. Auch ganz wichtig als Frau. Ja, immer irgendwie in der weiblichen Energie bleiben. So, das wären mal zwei, also die sind vom Schnitt her alle gleich, könnt ihr tragen, so bis 44, passen jetzt toll hier auf so eine schwarze Hose oder natürlich zu einer Jeans und ich finde irgendwie mal mit so einem coolen Spruch drauf, nicht zu viel, nicht zu wenig, sehr genial. Dann ziehe ich mich einmal um euch mal zu zeigen, dass man diese T-Shirts auch sehr geil unter einem Blazer kombinieren kann. Ja, auch sehr genial, mal so eine Culottehose nochmal mit einem Blazer, etwas schicker, aber das sind jetzt so Outfits, also ein Blazer finde ich auch bei den Jeans mega, das ist wirklich ein toller Begleiter jetzt, wenn es nicht ganz so warm ist, kann man den überall drüber schmeißen, sogar über ein Kleid mal, also ich finde immer ein Blazer im Frühling und im Herbst ist immer, irgendwie geht immer.
Ja, und ich habe hier nochmal ein Shirt. Ich finde es auch mal so ganz schön, dass das nur so ein bisschen hier rausguckt, dass man erst gar nicht weiß, was draufsteht. Be different, babe. Ja, das sage ich mir auch immer. Wichtig ist, authentisch zu sein und sich nicht zu verbiegen und vor allen Dingen nicht fake zu sein. Und es gibt ja ganz viele Leute, die ständig hinter anderen herhechten und meinen, sie müssten so sein wie andere. Ich glaube, wichtig ist, dass man einfach man selber ist. Vielleicht gefällt es nicht jedem, aber es muss einem selber gefallen. Und deswegen steht zu euch selbst und be different, babe. Man muss auch nicht immer alles machen, was andere machen und da immer hinter der Horde hinterherrennen. Also einfach mal... ja, zu sich selber stehen. Das lerne ich gerade auch und bin sehr glücklich damit. So, das wäre mal hier zu diesem T-Shirt zu sagen. Also sehr genial mit dem Blazer, mit der Culottehose. Das kennt ihr alles schon. Das ist diese Basic-Culottehose. Ich ziehe den Blazer jetzt nochmal aus. Aber die T-Shirts, wie gesagt, sind alle in dem gleichen Schnitt. Könnt ihr bis 44 tragen und sind so ganz lockere und einfache Shirts. Ja, und ich habe natürlich heute... Soll ich hier mal ganz kurz aus dem Bild gehen? Ich habe heute auch wieder ein Angebot und zwar ein ganz tolles Angebot für euch. Und zwar haben wir uns mal was ganz Besonderes überlegt. Ab einem Bestellwert von 150 Euro heute, Mädels, gibt es, jetzt muss ich mal gucken, was da drauf steht überhaupt. Lady oder Lazy? Igor, kannst du es lesen? Lazy. Lazy, ne? Lazy, faul. Lazy Nights. Also wir haben hier ein wunderschönes Parfüm für euch und zwar mit so einem ganz tollen Spitzensäckchen nochmal drumherum. Also es sieht wirklich wunderschön aus. Ich halte es mal so ein bisschen mehr in die Kamera, damit man das nochmal toll sieht. Igor, sieht man das? Nicht so richtig, die Sonne kommt. Das Licht kommt ja nicht. Die Sonne kommt rein, ja, die soll mal reinkommen. Gar nicht verkehrt. Also wirklich eine, alleine schon für die Flasche, wenn man sich das, also ich dekoriere ja tatsächlich Parfüm immer ins Bad rein. Ich kaufe mir auch Flaschen nur so als Dekoartikel, weil ich die einfach geil finde. Ich habe mir in Dubai mal eins gekauft mit so einem goldenen Elefantenkopf drauf, aber fand ich die Flasche einfach so genial. Und ich habe den Igor schon dran riechen lassen, weil wir müssen ja jetzt mal erklären, wie es riecht. Sexy. Sexy. Ja. Also passt praktisch zu diesem Shirt, Stay Sexy. Also es ist so ein bisschen süßlicher, ne? Aber es passt eigentlich auch zu diesem Spitzen, zu dieser Geschichte. Es ist wirklich sexy. Also ihr werdet es lieben. Ich habe es im Laden rumgehen lassen. Alle lieben dieses Parfüm. Wir haben noch ein paar mehr Sorten für euch auf dem Programm. Die haben wir ganz neu im Online-Shop. Das ist natürlich immer schwierig zu sagen, wie riecht das jetzt? Aber wenn eins... Tropical heißt, dann riecht es wie? Nach Ananas. Das ist auch okay. Also das ist wie eine Pina Colada. Ja, sozusagen. Ja. Also Tropical ist für mich Beach, frisch. Ja. Das ist rosig ein bisschen. Ja, genau. Also schaut euch einfach mal die Flaschen an. Da sind tolle Flakons mit dabei. Und es ist kein Parfüm dabei, was schlecht riecht. Das kann ich euch versprechen. Also die riechen alle ganz, ganz toll. Und das bekommt ihr heute von uns dazu geschenkt ab 150 Euro Bestellwert. Also shoppt ein paar schöne T-Shirts und dann habt ihr nochmal hier dieses tolle Parfüm mit dabei. So, dann stellen wir das Parfüm wieder weg. Ich bin auch schon... Ich wollte euch noch mal ganz kurz zeigen, die Jacke mit der Kapuze gibt es übrigens noch in Weiß und in Grau. Also die habt ihr auch noch mal hier mit im Programm. Und dann geht es weiter mal mit einer neuen Jeanshose. Ja, das wäre eigentlich das T-Shirt für morgen, oh Sunday. Also das könnt ihr jeden Sonntagmorgen rausholen und das ist das geile Frühstückskaffee zum Sonntagmorgen. Also finde ich total klasse, oh Sunday. Oder man zieht es montags an und sagt, ich warte schon auf den Sunday. Würde ich auch tragen. Übrigens hat der Igor jetzt seine Moves ein bisschen weniger oder versuchen wir ein bisschen weniger zu machen. Aber ganz ehrlich, Leute, also wem bei meinem Video bei der Intro schwindelig wird, der soll bitte keine Schiffschau kriegen. Was ist denn los mit euch? Das ist einfach ein bisschen spritzig, würde ich sagen, ne? Dass ja. Man das auch ein bisschen schneller macht. Aber gut, wir passen uns natürlich den Wünschen unserer Kunden an und machen die Videos etwas langsamer. Aber verstehen tue ich es ehrlich gesagt nicht. Ja, so viel dazu. Oh Sunday, also nochmal ein richtig cooles Shirt. Und hier, schaut mal, was ich eine geile Jeanshose für euch habe. Mädels, ich bin schockverliebt, weil das ist ja die Jeanshose, die ich auch immer liebe. Habe ich natürlich wieder gleich im Eigennutz irgendwie für uns alle bestellt, weil ich gedacht habe, auch nochmal so eine coole Baggy-Hose in hell wäre jetzt nochmal richtig schön. Und da ist sie auch schon mit so ein bisschen destroyed hier nochmal an einigen Stellen, ist aber hinterlegt, also ist nicht wirklich kaputt. Und die hat ja immer so dieses ganz leicht baggy angehauchte, ist aber nicht so krass baggy, ne? Also das ist noch was, was man auch als Baggy-Anfänger mal tragen kann. Die fallen relativ groß aus. Also ich trage hier L und ich trage ja normalerweise so eine 42.
Und die werden auch wirklich so locker getragen. Ne? Also gut, ihr könnt die natürlich tragen, wie ihr wollt, wenn ihr die jetzt knalleeng tragen wollt. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn die halt auch so ein bisschen weiter dann fallen. Ja, und jetzt zu den T-Shirts. Die perfekte Hose für die Temperaturen, für das, was gerade hier ansteht. Und mit den T-Shirts natürlich eine Bombenkombi. Und ich habe auch noch mal einen neuen Gürtel für euch. Den hatte ich eben schon um, aber habe vergessen, ihn zu erwähnen. Und zwar mal hier so einen richtigen Ledergürtel auch mit einer goldenen Schnalle. Richtig schön gemacht. Das ist nochmal so ein ganz tolles Teil. Und den gibt es auch in weiß und in beige. Die zeige ich euch gleich. Die liegen hier hinten in der Ecke. Aber da muss ich einmal aus dem Bild. Ja, ansonsten, wie gesagt, muss man nicht viel wissen. Die Hosen gibt es mit Größen und die T-Shirts ist Einheitsgröße. Natürlich könnt ihr hier auch wieder nochmal eine schwarze Strickjacke drüber kombinieren. Wir haben ja auch immer die mit dem kurzen Arm. Dann sieht man immer nochmal so ein bisschen angezogener aus. Also es geht auch hier toll über diese T-Shirts. Also die Arme sind lang genug, dass sie halt noch über die T-Shirt-Arme drüber gehen. Ne? Finde ich auch immer nochmal schön hier mit so einer Jeans. So, dann geht's weiter natürlich mit einem neuen T-Shirt. Ein Hammer-Shirt, Mädels, weil es passend zu dieser Hose ist. Die Kombi finde ich mega, schockverliebt. Also genauso würde ich es tragen. Und diese Hose ist endlich wieder im Shop. Die habt ihr gefeiert, die war ausverkauft. Die hatten wir jetzt lange als Vorbestellung auch mit drin. Die sind jetzt wieder da. Das heißt, ihr könnt die sofort ordern. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber ich habe sie, glaube ich, auf einer Stange hängen sehen. Das heißt, die sind ab sofort wieder da und diese Hose passt so super zu ganz vielen T-Shirts. Und das ist mal so eine 7/8-Culotte-Hose, die wirklich toll sitzt und toll einfach aussieht und mit dem Leo. Und ich finde, die hatte ich ja schon so 1000 Mal an und jedes Mal, wenn ich sie anhabe, finde ich sie einfach wieder mega genial. Ja, und passend dazu jetzt mal dieses Shirt. Das hat hier den gleichen Leo-Print mit so einer netten Dame hier drauf. Das scheint hier auch alles so gold. Also das macht schon wieder so richtig schön auch Sommerlaune und ist trotzdem was, was man jetzt tragen kann. Alles schön mit ein bisschen Arm und die Hose lang. Und ihr könnt natürlich auch hier immer noch mal dann so ein dünnes Strickjäckchen drüber ziehen. Also entweder diese längeren Geschichten, die ich euch schon gezeigt habe, oder diese hier, die ist auch ab sofort wieder on stock. Die war ja auch sofort ausverkauft, als wir die einmal mit im Fashion Hall hatten. Das sind hier so kürzere und zwar so ganz einfach, finde ich auch. Ne? Also die kann man überall drüber werfen. Die gibt es in schwarz, in weiß, da hinten hängt sie in dunkelblau und in beige, glaube ich. Also da habt ihr auch nochmal so ein dünnes Jäckchen zu einem super Preis übrigens und passt jetzt perfekt hier auch über diese T-Shirts. Und ich hätte noch mal ein zweites T-Shirt, das ziehe ich jetzt nur mal für ein Foto für euch an, auch passend zu dieser Hose. Don't give up. Ja, würde ich mal sagen. Der kleine Snoopy ist wieder da. Also finde ich auch ganz süß und ihr liebt ja immer diese Snoopy-Shirts und jetzt mit Leo könnt ihr auch super nochmal auf diese Hose kombinieren. Ja, dann wollte ich euch nochmal ganz kurz die Gürtel zeigen in den Farben, die wir haben. Das war der schwarze, den ich gerade um hatte. Dann haben wir hier nochmal weiß. Der würde übrigens jetzt auch hier so super noch drauf passen. Und dann gibt es den auch nochmal in beige. Und passend zu diesen Farben haben wir auch immer die Schuhe im Shop. Auch mit so einer goldenen Schnalle drauf. Das schaut bitte nochmal. Also da könnt ihr ganz tolle Kombis machen. Wenn man einfach auch nur weiß trägt oder schwarz trägt und hat dann den Gürtel und die Schuhe mit der Schnalle, das reicht oftmals schon. Eigentlich müsste ich euch das mal zeigen. Ne? Hier steht der schwarze. Warte mal. Das kann ich ja mal ganz kurz. Das muss ich hier. Das sieht jetzt bestimmt super aus, ne? Gabi huschte einmal durchs Bild. Also schaut mal, wenn ihr halt so eine Schnalle und unten dann einfach so einen Schuh auch mit so einer Schnalle, ich finde, da braucht man nicht viel mehr, ne? Also da kannst du einfach ein schlichtes T-Shirt anziehen und bist fertig. Das ist super. Und da haben wir übrigens noch mehr Modelle. Es gibt es auch mit viereckiger Schnalle und natürlich auch in weiß und in beige, ne? Da könnt ihr echt tolle Kombis machen. So, dann geht es weiter natürlich mit T-Shirts und zwar... Ich weiß echt, also ich weiß warum, weil es geil aussieht. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht warum. Ihr feiert diese Kombi, diese Hose mit dieser Strickjacke. Und ich habe nochmal T-Shirts eingekauft, die ihr auch jedes Mal feiert, wenn ich irgendwas in dieser taupe Farbe, wo mir übrigens eine Kundin geschrieben hat, man spricht das taupe aus. Also taupe? Ja, wisst ihr was, ist mir ehrlich gesagt egal. Meinetwegen auch taupe. Ich ziehe mich mal um. Ja, mein Outfit in taupe. Also wir haben gerade hier eine Runde gelacht, weil ganz ehrlich, also wenn du jetzt 2000 Leute fragst, heißt es taub oder taupe, dann sind da wahrscheinlich 1000 bei taupe und bei taub, es ist doch völlig egal. Und ganz ehrlich, meine Liebe, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, ich will ja kein Klugscheißer sein, aber, also das ist für mich Klugscheißerei, ganz ehrlich. Sorry, das muss ich jetzt auch mal sagen, ich bin so frech, also... ist total egal. Also ich, bei mir heißt das Taupe, aber ihr könnt auch Taupe dazu sagen. Ihr könnt auch meinetwegen Schlamm dazu sagen. Ist auch eine wunderschöne Definition für diese Farbe. Guckt der Ego mich schon wieder ganz verwundert an. Wie wär's mit Grau? Nein, das ist wieder Männer.
Grau. Also ich streite ja auch immer mit Männern darüber, ob das Neongelb ist oder Neongrün. Braun-grau. Braun-grau, ja, ist auch egal. Die Kombi habt ihr, glaube ich, schon fast alle, weil die haben wir rauf und runter verkauft. Also wer sie noch nicht hat, wird mich jetzt wirklich wundern. Aber ihr habt hier nochmal so ein wunderschönes T-Shirt dazu. Also wer da Lust hat, nochmal ein zweites T-Shirt zu dieser Jacke und zu dieser Hose. Und natürlich, wenn ihr die Kombi noch nicht habt, dann bekommt ihr die immer noch im Shop. Also wir legen die immer wieder nach, weil das ist so geil, wirklich diese Hose und diese Jacke. Und dann gibt es immer noch diese wunderschönen Shirts dazu. Das ist jetzt auch wieder so geschnitten wie alle anderen. Also bis 44 tragbar. Fällt mir hier schon alles aus der Hose. Und ich habe noch mal eine zweite Kombi, die zeige ich euch jetzt auch. Ja, auch diese Kombi noch mal sehr schön. Dieses Schlamm, sage ich jetzt einfach mal, dann haben wir kein Problem mehr, kombiniert mit Beige, finde ich eine sehr, sehr schöne Kombi. Hier noch mal mit so einem schönen, witzigen, goldenen Bärchen drauf, mit so einem, ja, ich sag mal, einem Print, den man kennt, von einer teuren Marke. Mhm. Erkennst du es? Ja, ne? Ja. Erkennt man. Ja, sehr schön gemacht, dieses Shirt. Und da könnt ihr jetzt zum Beispiel den beigen Gürtel auch nochmal zu kombinieren. Und ich finde, das ist auch irgendwie so ganz harmonisch, wenn es mal alles so in Naturtönen ist. Ne? Dann ist es nicht so hart wie mit Weiß. Also ein wunderschönes Shirt. Das ist übrigens hier so eine Strickqualität. Das ist so ein ganz dünner Mikrostrick, aber ein ganz kalter Strick. Also sehr angenehm zu tragen. Könnt ihr auch tragen, so bis 42, 44. Zieh die Jacke jetzt nochmal aus. So sieht das aus. Ich müsste euch eigentlich auch die Shirts immer mal so zeigen. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sich das nicht hier so vorne reinstecken. Das ist ganz gerade geschnitten. Also das könntet ihr jetzt auch hier so perfekt mal über der Hose tragen tatsächlich. Jetzt sieht man natürlich hier den Gürtel, den dürft ihr dann gerne abmachen. Aber auch mal so ein wunderschönes Shirt hier. So, dann machen wir gleich weiter. Und zwar habe ich hier nochmal Bärchen, Herzchen. Ja, auch diese Kämmeltöne, diese hellen Kämmeltöne sind im Sommer wunderschön. Könnt ihr toll nochmal mischen mit diesen Goldtönen auch. Also die goldene Strickjacke, finde ich, passt hier perfekt auf diese Baggy-Hose. Das ist so ein ganz dünner Tencel-Stoff, fällt sehr, sehr locker, finde ich sehr genial, weil dann bildet sich nicht so ein Beutel beim Laufen. Also ich finde immer bei einer Baggy-Hose ist das schön, wenn die so weich fallen und nicht hier dann man wie aussieht, ne? Als wenn man hier so ein Ding, so ein Beutel vorne hat, so ein Känguru. Ja, T-Shirt ist neu mit dem goldenen Herz und hat hier nochmal so ein Leo-Muster, alles schön in Camel, also passt jetzt wirklich toll zu dieser Hose. Der Gürtel ist hier mit dabei, die Hose könnt ihr tragen bis 44 und das T-Shirt auch, das ist auch schön weit, ist wieder der gleiche Schnitt, also ja, die sind wirklich vom Tragekomfort, sind die von der Quali, sind die wirklich mega, mega angenehm auf der Haut, ganz, ganz weich und die Prints sind alle super. Also ich finde die T-Shirts, klar, ich kaufe die natürlich auch, weil ich die alle anziehen würde. Also es ist einfach so und ich hoffe natürlich, dass sie euch auch gefallen. So, die Hose gibt es noch in zwei weiteren Farben, in Weiß und in Beige. Da könnt ihr auch noch tolle Kombis mitmachen. Ich habe gleich auch noch ein super Shirt für diese beige Hose. Ich lasse mir die nochmal hier hängen, dann zeige ich euch das nochmal. Da habe ich jetzt eine andere Hose zu hängen. Und es geht auch gleich weiter mit meinem absolut favorite Zweiteiler aus Italien. Ich bin sehr gespannt, wie ihr ihn findet. Ja, ich habe hier mal ein sehr heißes Teilchen für euch, ein Zweiteiler, Mädels. Ich bin schockverliebt. Das sind ja immer genau meine Teile für den Sommer. Also ich liebe diese Zweiteiler, weil ich finde, da kann man so viel mit kaschieren. Besonders wenn man im Hotel dann irgendwie 3 Kilo mehr drauf hat, ne? Dann kann man da trotzdem irgendwie alle Röllchen mit kaschieren. Und dieses Teil ist mal ganz, ganz besonders. Und zwar hat das einmal diesen Print hier mit diesem, ja, so ein bisschen Blumenprint. Das ist noch relativ normal. So einen ähnlichen hatte ich ja mit am Gardasee und habe euch da auch Fotos geshootet. Aber wie geil ist denn dieser nochmal mit einem Leo-Streifen hier an der Seite und hier auch nochmal mit Leo und an den Armen. Also ich finde das total geil, die Kombi. Und das geht sofort mit nach Hause. Also man kann das natürlich jetzt so als Zweiteiler tragen. Ihr könnt das auch einzeln tragen. Also ihr könntet zum Beispiel die Jacke einfach nur mit einer schwarzen Hose kombinieren. Dann sieht das so aus. Dann ist das halt nicht so viel. Obwohl ich liebe das bei den Zweiteilern, wenn die zusammenpassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt auch Leute, die finden das so schöner. Und ihr könntet dann auch einfach ein weißes, schlichtes Seidentop drunter ziehen. Dann ist es halt einfach noch mal ein bisschen schlichter. Oder ihr könntet natürlich auch das Ganze, wenn es ein bisschen wärmer ist, ohne Jacke tragen, dass man es einfach jetzt ohne die Kaftanjacke trägt und einfach so. Das T-Shirt übrigens wunderschön und leider habe ich jetzt die T-Shirts mit dem Leo, also ihr könnt hier auch genial
die ganzen Leo-Shirts mit dem Snoopy zum Beispiel zu kombinieren. Das passt auch zu dieser Hose sehr genial. Aber auch dieses mit den Federn. Also ich habe mich sofort verliebt in dieses Shirt. Ich fand das mega. Ich habe das gesehen und habe gedacht, echt mal ein geiles Shirt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das hat in der Mitte alles nochmal mit Strasssteinen besetzt und glitzert sehr schön. Ne? Also es ist ganz, ganz edel, dieses Shirt. Bitte schmeißt die nicht in den Trockner oder schleudert die auf 1400 Umdrehungen, da habt ihr nicht lange was von. Also solche Sachen muss man echt pfleglich behandeln. Entweder ihr wascht sie mit der Hand oder ihr macht sie zumindest in einen Wäschebeutel und schleudert die nicht so extrem. Sonst sind natürlich irgendwann alle Steinchen ab. Aber total genial, dieses Shirt. Und das gibt es in zwei Farben. Ach so, nee, ich habe hier nochmal was anderes. Ja, ich zeige euch schon mal die Farbe und ziehe es auch gleich nochmal an. Also es gibt es einmal mit diesen Leo-Federn und einmal mit den goldenen. Aber ich habe noch eine Hose dazu. Aber ich habe auch noch eine zweite Kombi zu der Jacke. Ich ziehe mich nochmal um. Ja, dieses weiße Leinenhöschen, das hing direkt neben dieser Jacke, als ich die entdeckt habe und war auch so dekoriert. Und da habe ich gedacht, ja, das sieht auch geil aus. Ne? Also das wäre jetzt mal die Variante mit einfarbig. Könnt ihr entweder in schwarz oder in weiß machen. Und dann ist das Jäckchen halt einfach wie so ein Blazer, sage ich mal, den man nochmal drüber wirft. Also diese Hose ist mega geil. Die hat hier oben nochmal wie so ein Seidenbündchen in dunkelbraun. Das passt natürlich dann mega auch wieder zu diesem Leo-Zeug. Allerdings ist die Hose nicht so ganz weit, also bis 42. Also ich musste mich jetzt wirklich hier so reinschießen, war letzte Option. Ein Zentimeter weniger und sie hätte mir nicht gepasst. Wenn man erstmal drin ist, dann ist alles gut. Also die sieht auch toll aus, macht eine gute Figur, aber leider nicht für größere Größen geeignet. Also bis 42. Und hier mit der Jacke, finde ich, ist das eine Mega-Kombi. Könnt ihr natürlich auch einfach nur so, ja, ich sag jetzt mal hier, ich habe es mit dem Seidentop wieder kombiniert. Das ist immer eine gute Option, einfach so in weiß. Und dann könnt ihr euch eine Kette umhängen. Dann ist das natürlich auch im Sommer einfach so ein tolles Urlaubsoutfit mit der Hose. Und ihr könnt die Hose natürlich auch mit ganz vielen Shirts kombinieren. Auch wieder der braune Snoopy, ne? Oder den könnte man auch hier sogar unter die Jacke noch anziehen. Also natürlich auch für die T-Shirts nochmal eine tolle Hose. So, dann geht es nochmal weiter. Ich hatte ja, muss die Jacke mal ausziehen, ich hatte euch ja angekündigt, die Federn gibt es auch in Gold. Ich habe da nochmal ein schönes Höschen dazu. Ja, das wäre es nochmal, das gleiche T-Shirt, nur in Gold, also ohne Leo. Passt jetzt toll wieder zu so einer geprinteten Culotte-Hose. Und bei dieser Hose merkt ihr wirklich erstmal gar nicht, ob es ein Rock ist oder eine Hose. Perfekt aber zum Fahrradfahren ist nämlich eine Hose, nur hier einmal in der Mitte geteilt der Rock, aber es ist sehr, sehr weit. Ich finde die Dinger auch sehr genial und sehr schick und wenn ihr nochmal einen Anlass habt, auch jetzt mit so einer Seidenbluse kombiniert, dann ist das einfach ein total schickes Höschen. 7,8 lang kann man toll jetzt auch kombinieren mit den T-Shirts und vor allen Dingen kann man es jetzt schon anziehen, weil diese Hosen ja doch dann irgendwie ein bisschen wärmer halten als nur ein Röckchen, ne? Sie sind ja noch mal ein bisschen mehr am Bein geschlossen. Ja, ich habe jetzt noch mal hier diese Countdown-Strickjacke drüber gezogen, so als langen Begleiter. Ihr könntet natürlich auch die kurze Strickjacke, eine Jeansjacke, ne? Also da kann man ganz viel auch noch mal was drüber ziehen. Nur, dass ihr es gesehen habt, mal dieses T-Shirt, das ist wirklich auch wunderschön mit den goldenen Fahnen. Also beide Fahnen. Federn. Federn. Ich habe auch im letzten Video irgendwann mal gesagt, ich weiß manchmal nicht mehr, was ich rede, ihr könnt auch die Jacke über der Jacke anziehen oder so. Ich wollte aber Kleid sagen, also dafür nochmal Entschuldigung, das war letzte Woche irgendwann. Weiß nicht, ob es irgendjemand gemerkt hat. Ja, ist eigentlich alles zugesagt. Ich ziehe mich wieder um und zwar gehen wir nochmal auf ein bisschen heller. Ich habe hier nochmal den kleinen Freund Snoopy für uns. Wie wunderschön auch dieses Outfit und das sind wirklich alles tolle Sachen, die ihr jetzt bei den Temperaturen tragen könnt. Das ist eine Leinenhose, der Stoff ist aber relativ dick, ist ein Leinengemisch. Also ich müsste jetzt tatsächlich mal reingucken, aber ich glaube, das ist im Moment alles gemischt, was ich einkaufe. Schön lang, also ihr könnt sogar noch einen Absatz tragen, dann ist sie trotzdem noch bodenlang. Das liebe ich bei diesen etwas weiteren Culottehosen, also entweder 7/8 oder lang, da bin ich ja immer dafür. Und ich habe hier nochmal so ein tolles Snoopy-Shirt für euch. Das hatten wir schon mal in Silber, da seid ihr total drauf abgefahren. Das habe ich jetzt nochmal in Gold eingekauft, weil ich finde, das passt perfekt hier nochmal auf diese ganzen Leo-Hosen und auch wieder diese cremefarbene Jacke Turin. Die hat ja übrigens, diese Strickjacke hat so einen kleinen Lyrex-Faden damit eingearbeitet, deswegen scheint die so ein bisschen, also für alle, die sie haben, können es ja wahrscheinlich bestätigen, ist ein ganz edles und wunderschönes Strickjäckchen.
kann ich euch nur empfehlen, das ist hier nochmal so eine neuere Farbe. Wir hatten die ja ganz lange nur in Gold und in Schwarz und haben jetzt aber alle Farben nochmal aufgelegt. Auch diese Farbe finde ich sehr harmonisch jetzt mit dieser Hose und ihr könnt natürlich hier auch andere Shirts noch drunter kombinieren. Aber mit dem Snoopy passt es perfekt, finde ich. Richtig schön. Die Hose könnt ihr tragen bis 44, der Gürtel ist mit dabei. Und das Shirt, ja, würde ich auch sagen, so bis 42, 44, wenn es locker fallen soll. Also ich trage ja obenrum 42, 44, dann sieht das so aus, dann ist das noch sehr locker. Könnte man jetzt auch noch bis 44, dann wird es halt ein bisschen enger, ne? Ja, dann habe ich noch mal ein bisschen Farbe für euch, und zwar die kleine Frieda. Ja, wunderschön, auch mal so eine Kombi noch mal mit Farbe. Ich habe hier noch mal so ein tolles Frida Kahlo Shirt, die liebt ihr ja immer. Und dieses Mal so ein bisschen mit Farbe und hier mal so in 3D. Ich weiß gar nicht, sieht man das, Igor? Dass da hier noch so mal, hier sind noch mal richtig so Blümchen drauf im Haar. Das finde ich ja auch mal ganz schön gemacht. Und die hat auch hier noch mal eine echte Kette um. Also total geil, das T-Shirt. Und passt jetzt perfekt zu diesen neuen Culotte-Hosen nochmal auch hier in so einer Leinenoptik. Die sind ganz weiß, wie so eine weiße Leinenhose, die man früher auf Ibiza, also ich war vor 30 Jahren auf Ibiza, hat man sich immer eine weiße Leinenhose gekauft. Das war Standardprogramm. Jetzt mal hier ein bisschen moderner aufgelegt, nochmal mit so Blumenprints, auch hier nochmal mit so Silber. Ich finde, das ist ja mit Silber und Gold sowieso dieses Jahr der absolute Hype. Sehr, sehr schön diese Hosen und gibt es noch in einer zweiten Farbe, die gibt es auch noch hier in so Beige-Tönen. Also ihr könntet tatsächlich zu diesem Frida Kahlo Shirt auch diese Farbe wählen. Wenn ihr jetzt sagt, nee, ich möchte es etwas schlichter, ne, passt auch. Oder was ich gerade gesehen habe, das will ich jetzt gleich erst anziehen, dieses Shirt würde auch hier zu dieser beigen Variante, weil da ist auch so ein bisschen Altrosé drin, also das passt auch toll dazu. Ihr könnt natürlich, blättert einfach nochmal bei den Shirts, also ihr findet da bestimmt noch tolle Shirts, die auch zu diesen Hosen passen. Oder wer gar nichts oben drauf haben möchte, der kombiniert es einfach wieder mit so einem Seidenblüschen oder Seidentop, dann Seite auf der sicheren Seite. Aber sehr schön diese Hosen, sind allerdings auch nicht ganz groß. Also ich würde sagen, bis 42, dann ist leider Schluss. Von der Länge her perfekt. Ich bin 1,70 groß, das heißt, schaut mal, selbst mit Absatz sind die noch lang genug. Aber oben am Bund würde ich sagen, bis 42. Ja, dann machen wir doch mal weiter mit Rosa. Das Shirt hatte ich schon in der Hand. Ich habe nämlich neue Basic-Hosen, unter anderem in Rosa für euch. Ja, auch nochmal eine sehr coole Kombi zu den T-Shirts sind diese Basic-Jogpants jetzt mal in Bermuda-Länge. Also ihr könnt die natürlich auch nochmal etwas runterkrempeln, dann sind die nochmal so übers Knie, wer es ein bisschen länger möchte. Also auch das kann man ja jetzt toll tragen bei 20, 22, 24 Grad und dann einfach so ein wunderschönes T-Shirt dabei und dann seid ihr fertig. Ich finde diese Rosa-Kombi spitze, also wirklich Rosa geht irgendwie auch immer. Ne? Ich habe schon immer gedacht, ich müsste einen rosan Fashionholmer machen, Igor. Das machen wir. Ja, Rosa ist irgendwie für Frauen immer nice. Also ich finde, Rosa steht jeder Frau, ist einfach eine ganz tolle Farbe. Aber irgendwie ist es auch eine Farbe, die nie so richtig Mode ist und nie so richtig aus der Mode geht. Also ist zwar immer da, aber nicht wirklich da. Also wir machen mal einen Fashionhol in Rosa. Und ihr dürft mir auch gerne mal drunter schreiben, ob ihr das haben möchtet oder nicht. Aber ich bin überzeugt davon, Rosa trägt jeder. Also wirklich alles, was wir in Rosa im Shop haben, ist immer gleich ausverkauft. Ich hatte noch nichts zu der Jacke hier gesagt. Das ist natürlich auch wieder diese Netzstrickjacke, die ihr toll über diese T-Shirts nochmal kombinieren könnt. Ich finde das auch bei einer kurzen Hose nochmal schön, wenn man so eine längere Strickjacke drüber hat. Das ist einfach nochmal schöner und toller angezogen. Also jetzt sieht es hier total bescheuert aus, deswegen kämpfe ich mir das jetzt. Ich wollte nicht ins Wort fallen. Aber du hast es auch gesehen, ich ne? Wie sieht total bescheuert aus? Okay, jetzt ist es wieder nice. Jetzt ja, genau. Ja, also das wäre nochmal die Variante mit der kurzen Jogpant und die gibt es natürlich in ganz vielen Farben, weiß, schwarz, da gibt es die auch mal in rot, da haben wir ja auch noch tolle Shirts in rot, die man dazu kombinieren kann, in beige und in grau. Also da habt ihr auch natürlich zu den T-Shirts jetzt bestimmt die richtige Farbe, dass ihr nochmal was kombinieren könnt. Ja, dann zeige ich euch mal eine Kombi noch einfach so hier auf der Stange, die wollte ich eigentlich noch anziehen, aber ich habe letzte Woche vom Jonas einen Einlauf gekriegt. Der hat gesagt, Video zu lang. Also muss ich diese Woche ein bisschen kürzer mich halten und ihr dürft mir aber gerne auch immer eure Kommentare dazu schreiben, aber es war tatsächlich sehr, sehr lang. Also deswegen habe ich auch gesagt, macht euch noch mal einen Kaffee zwischendurch oder guckt euch den zweiten Teil am Sonntag an. Nur das Problem ist, dass dann viele Sachen halt einfach ausverkauft sind. Ne? Ja, ich habe hier noch mal ein mega schönes Shirt, einfach mal mit so einer jungen Dame hier, auch wieder toll noch mal mit so einem Hut und so einer Tasche in so Cremefarben und schaut mal, wie wunderschön dieses Shirt auch wieder zu dieser Creme-Kombi passt, also mit der Creme-Hose in lang habe ich die jetzt mal, die gibt es aber auch in kurz
und der cremefarbene Netzjacke drüber. Und dann habt ihr auch nochmal so eine ganz tolle Kombi mit T-Shirt, Hose und Strickjacke. Ja, da mache ich euch gleich nochmal ein Foto von, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und dann machen wir erstmal nochmal weiter mit einer Jeanshose. Ich habe hier nochmal so eine Baggy-Hose für euch. Ja, ich habe hier nochmal eine Mega-Jeans-Baggy-Hose für euch. Das ist ein ganz dünner und weicher Sommerstoff. Also auch diese Hose könnt ihr den ganzen Sommer übertragen. Wer das mag an Baggy-Hosen, da wäre nochmal dieses Modell. Auch so ein bisschen in Destroyed-Optik, aber schön hinterlegt. Da achte ich eigentlich immer drauf, obwohl ich finde im Sommer auch richtig zerrissene Jeans geil. Eger, oder? Ja, voll. Hat was bei einer Frau. Ne? Ist sexy, wenn man so braune Beine, habe ich jetzt zwar nicht, aber also ich gucke mal, ob ich nochmal irgendwie sowas finde. Also so eine zerrissene Jeans finde ich auch richtig geil. Aber natürlich, die hinterlegten halten halt einfach länger. Also eine kaputte Jeans ist eine kaputte Jeans. Ne? Da gibt es nichts dran zu machen. Und meistens bleibt man dann gleich beim ersten Mal mit dem Bein drin hängen und reißt sich das Loch so richtig schön auf. Und dann hat man richtig Späßchen. Ja, das habt ihr bei dieser definitiv nicht. Wie gesagt, ganz weich und ganz angenehm auf der Haut zu tragen. Also ein wunderschönes Höschen hier nochmal. Für übrigens alle Shirts, also nicht nur das, was ich jetzt hier anhabe. Ich habe hier nochmal das Mickey-Shirt an mit rosa. Das passt übrigens, jetzt habe ich sie nicht mehr hier, auch ganz toll nochmal zu der rosanen Shorts. Ne? Da könnt ihr das auch drauf kombinieren. Aber auch auf die Jeans oder alle anderen Shirts jetzt zu der Jeans, ne? Was ihr da gerade noch so findet. Aber ich finde auch dieses Shirt ja so witzig mit dieser Mickey und mit diesem hier, also so ein bisschen angedeutet. Piep. Piep. Finde ich geil, das Shirt. Also total genial. Und ich zeige euch nochmal ein Outfit, weil die Uhr uns schon wieder hier im Nacken sitzt, was ich jetzt auch nur auf Fotos nochmal anziehe. Und zwar, das ist ja immer die gleiche Kombi, immer wieder die Hose in Gold mit der Jacke in Gold. Ich habe hier nochmal ein ganz süßes Shirt. Und da stehen alle Städte drauf, Igor, wo ich mit dir hin will, Fotos machen. Ah ja, sehr gut. Pass auf. Paris, Dubai. New York, Milan, Tokio, London, Dubai, Barcelona, Las Vegas und Los Angeles. Ja, kann losgehen, würde ich sagen. Ja, also nochmal hier übrigens ne, mit diesem Bärchen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ein ganz süßes Shirt, nochmal mit viel Gold. Also das kann man toll unter diese goldene Strickjacke kombinieren. So, dann geht es nochmal weiter. Natürlich ein neues Shirt und eine neue Shorts. Ein ganz süßes Outfit habe ich hier für euch, Mädels. Ich bin schockverliebt, weil ich persönlich liebe ja auch wirklich ganz kurze Hosen im Sommer. Noch kann ich sie, glaube ich, tragen. Die Beine sind noch nicht so schlimm, dass man sie nicht tragen kann. Ich habe da tatsächlich Glück gehabt, hier von wegen Krampfadern und solche Sachen bin ich verschont geblieben. Aber natürlich das Alter irgendwann, ne? Dann sagst du, die Hosen müssen doch nicht mehr so kurz sein. Aber das finde ich geil. Also ich finde dieses Outfit richtig, richtig genial. Nochmal mit einem neuen T-Shirt, was übrigens hier so rosane Sprenkel hat. Also man könnte das auch zu der rosanen Bermuda kombinieren, aber natürlich hier zu dieser Leo-Hose auch echt richtig genial. Und das ist eine Sweathose. Also es ist wie eine Jogginghose, nur in kurz. Finde ich ganz gemütlich zu tragen, aber trotzdem kann man die super schick kombinieren mit einem Gürtel nochmal. Jeansjacke drüber, ist man fertig. Tolle Armbänder dazu, ne? Also ist nicht, ist keine Jogginghose, aber könntet ihr dann zu Hause auch als Jogginghose tragen. Ja, das T-Shirt ist einfach nochmal, also ich kann die Jacke auch nochmal ausziehen, wieder der gleiche Schnitt, die gleiche Größe bis 44 mit so einer tollen goldenen Feder. Und ihr könnt natürlich auch die T-Shirts immer nochmal mit anderen Sachen kombinieren. Ich habe zum Beispiel nochmal die Leo Colotte-Hose hier hängen. Schaut mal, auch das sieht toll aus mit dieser Federgeschichte. Und ich habe hier nochmal ein zweites Shirt. Das könntet ihr zum Beispiel auch austauschen. Also ihr könntet jetzt auch dieses tolle T-Shirt auf die Leo-Hose anziehen oder eben auch hier zu der Colotte-Hose. Ne? Also mit der Colotte-Hose könnt ihr auch immer wirklich ganz, ganz viel machen mit der Leo-Hose, mit den T-Shirts. Da schaut bitte nochmal. Ich versuche das alles nochmal in Fotos festzuhalten für euch, dass ihr da nochmal guckt. Aber wie gesagt, man muss ein bisschen kreativ werden und selber nochmal die T-Shirts irgendwie kombinieren. So, dann habe ich hier nochmal ein kurzes Höschen und nochmal ein schwarzes T-Shirt. Mal was ganz anderes. Ja, nochmal ein kurzes Höschen und mal ein schwarzes T-Shirt. Also ich weiß auch gar nicht, was dieses Jahr los ist, aber schwarze T-Shirts sind echt schwierig zu finden. Also ich habe jetzt hier mal ein ganz tolles gefunden, nochmal mit so einem Leoprint und ganz vielen Steinchen außenrum. Das sieht hier so aus, als würde ein Steinchen fehlen, das ist aber nicht so, das ist gewollt so unterbrochen. Finde ich auch ganz gut gemacht, weil wenn da wirklich mal ein Steinchen abfällt, dann sieht man es nicht. Also ist irgendwie, vielleicht hat sich da mal einer was bei gedacht, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, also das gleiche, gleicher Schnitt, gleiches T-Shirt, nur mal in schwarz, könnt ihr natürlich auch auf die Leo-Hose, also dieser Print ist ja der gleiche Print wie die Leo-Hose, das könnt ihr natürlich auch toll kombinieren, wenn ihr das mal in schwarz wolltet.
Ich habe es jetzt hier mal kombiniert zu so einem kurzen Höschen. Und dieses Höschen, das hat einen ganz tollen Stoff, der nicht verknittert. Das ist wie so eine, ich habe eben zum Igor gesagt, wie so eine Männerbadehose. Ne? Aber wirklich genial. Schaut mal, also ihr könnt euch da hinsetzen und hin, ja, hinknittern, sage ich mal. Und da passiert nichts mit. Also ein sehr schönes Höschen auch mal in Schwarz. Und das gibt es noch in zwei weiteren Farben. Das gibt es noch in so einem hellen Beige und mal in so einem Camelton. Also Camel wird übrigens auch zu dem Hemd hier schön passen. Da habt ihr noch mal ein kurzes Höschen, falls es dann doch mal wärmer wird oder man in Urlaub fliegt. Und ich habe hier noch mal dieses Leo-Hemd drüber kombiniert. Das war ja mal ganz schnell ausverkauft. Das hatten wir mal in einem Fashion-Hall und dann haben alle danach geschrien, oh, das Hemd. Und dann haben wir das, glaube ich, auch noch mal mit Vorbestellung hatten das noch mal. Und jetzt haben wir es noch mal mit ins Programm aufgenommen, weil ich die Hose ja auch noch mal nachbestellt habe, habe ich auch das Hemdchen noch mal nachbestellt. Also wer da leer ausgegangen ist, ab sofort wieder erhältlich noch mal diese Longbluse. Und ich finde immer, mit solchen Teilen kann man toll was machen. Einfach hier so drüber und dann sieht es toll aus. Ne? Und ihr könnt es natürlich auch zuknöpfen, wenn es dann mal wärmer würde und es als Kleid tragen. Also ich meine, was heißt wärmer wird? Ne? Also ich meine, das zieht man ja auch nur an, wenn es warm ist. Könnte ich natürlich auch eine Strumpfhose. Man kann sich auch hier so eine ganz dicke Strumpfhose jetzt irgendwo drunter ziehen. Dann kann man es auch schon anziehen. Ja, also hier, wie gesagt, ne, ansonsten kombiniert es einfach mit einer schwarzen langen Hose, dann geht es natürlich auch. Aber der Sommer, wir haben ja die Hoffnung noch nicht aufgegeben, oder Igor? Nein, noch der nicht. Sommer kommt noch. So, letztes Outfit von mir, nochmal mit einem ganz tollen T-Shirt, wie soll es anders sein, und einer Culotte-Hose. So, wir sind schon wieder beim letzten Outfit angekommen. Für mich fliegt die Zeit immer. Ich könnte hier noch 300 Sachen mehr anziehen und vor allen Dingen haben wir noch ganz viele T-Shirts, die ich jetzt natürlich nicht anhatte. Das heißt, schaut bitte nochmal im Shop. Da findet ihr noch ganz, ganz viele Shirts mehr, zum Beispiel wie dieses, auch so Oversize geschnitten. Das könnt ihr bestimmt tragen bis 46, 48, also die sind dann wirklich auch mal größer und da haben wir ganz viele. In der Beschreibung findet ihr immer, bis zu welcher Größe ihr die T-Shirts dann auch tragen könnt. Ich habe das jetzt nochmal kombiniert hier mit so einer wunderschönen Leinenhose, auch nochmal mit so einem Blätterprint, das ist ja dieses Jahr auch total in. Und ja, mit diesem goldenen Herz einfach wunderschön, wieder so ein altbekannter Print hier nochmal im Hintergrund, sehr nice, auch dieses Shirt und wie gesagt ganz, ganz groß. Ich habe es jetzt nochmal mit der cremefarbenen Strickjacke kombiniert. Ihr könnt das natürlich auch, wenn es dann wärmer ist, einfach so tragen. Also schaut mal, das ist ganz lang und ganz groß und das gibt es auch noch in Schwarz. Also das ist auch ganz toll nochmal zu den Leo-Hosen oder einfach zu einer schwarzen Hose könnt ihr das kombinieren. Da schaut bitte nochmal im Shop. Denkt bitte dran, heute ab 150 Euro Bestellwert habt ihr dieses wunderschöne Parfüm mit dabei. Also ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen, riecht wirklich toll und macht sich ganz toll im Badezimmer auch als Deko. Ne? Also hat nochmal hier dieses tolle Spitzensäckchen außen. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen, beim T-Shirt-Shoppen, T-Shirt-Alarm sozusagen. Ich hoffe, ihr findet da was Tolles und natürlich auch bei den ganzen Hosen, Jeanshosen. Also ich hoffe, es ist was für euch dabei. Verabschiede mich ins Wochenende und nach Dubai und ich werde euch mitnehmen. Ich bin da auf einem Business-Coaching, ich bin sehr gespannt und ich nehme euch die ganze nächste Woche mit und melde mich des Öfteren mal in der Story. Bis dann, eure Gabi.